Also diejenigen, die uns bei Instagram verfolgen, die werden schon mitbekommen haben. Jeff, wo willst du hin? Auf jeden Fall bin ich nicht so fit. Und das heißt, ich kann jetzt nicht mit ihm durch die halbe Weltgeschichte gurken. Deswegen nehme ich ihn jetzt mit. Der Jeff, der benimmt sich echt gut. Wie gesagt, mir geht es nicht so gut. Aber ich muss sagen, der Jeff, der ist so brav. Der macht absolut nichts. Also normalerweise ist es ja so, wenn er halt nichts zu tun hat oder sowas, dann fragt er immer mal wieder nach und so. Er ist jetzt kein Quälgeist. Der weiß schon, wann gut ist. Aber das macht er gar nicht. Der ist die ganze Zeit bei mir. Schläft die ganze Zeit bei mir. Normalerweise guckt er mal nach und dann sucht er wieder sein eigenes Plätzchen. Aber der hängt die ganze Zeit bei mir. Jeff, ein richtiger braver Kerl. Ja. Was ist das, Jeff? Was ist das? Er rennt wieder, er rennt. Draußen merkt man es dann noch. Wenn er zu Hause, so brav er zu Hause ist, wenn ich mit ihm rausgehe, dann merke ich schon, dass er wieder Druck hat. Mm. Ne? Ja. Ich merke gerade, wie schwierig es ist, ihn in diesem Zustand ohne Leine zu führen. Der ist total quirlig hier. Da muss ich echt ein bisschen gucken. Ich habe jetzt halt keine Leine dabei, das ist das Problem. Wie der schon hier rumguckt. Also ich brauche Neocitran. Ja. Und Jeff, ich verspreche dir, wenn ich wieder fit bin, dann mach ich dich richtig fertig. Dann mach ich dich richtig, richtig fertig. Ich weiß, warum ich so unaufmerksam beim Fahren war. Die gute Frau am Schalter meinte zu mir, ich sollte das nicht nehmen, wenn ich fahre. Und ich habe mir das immer schön reingezogen. Viermal am Tag oder so. Ja, das erklärt einiges. Das sollte ich lieber unterlassen. Ja, Jeff, komm mal lieber hier hin. Ey, ey, ey. Ich merke an seinem Verhalten, dass jetzt so der Zeitpunkt ist, wo ich halt einfach gucken muss, weil jetzt triggert ihn alles, was so ein bisschen rumspringt und so, da hat er Bock drauf. Das merkt man. Seht ihr mal, wie der läuft? Hier, Jeff! Hier hin! So äußert sich das. Also das sind so die Anfänge, wenn der Kerl nichts macht. Das ist dann so. Er ist zu Hause immer noch sehr ruhig. Du bist super zu Hause, Jeff. Aber draußen bist du jetzt gerade ein bisschen Katastrophe. Da muss man echt hinterher sein. Und ich sag dir, das wird kein Zuckerschlecken für dich, wenn ich wieder fit bin. Zack, wieder nach vorne, Alter. Mir die Hose frisch angezogen, Chef. Von den Schuhen brauchen wir gar nicht reden.